Sie können ja schon im Präsidium Platz nehmen für die Fragerunde dann. Und ich gebe das Mikrofon weiter an André. Ja, vielen Dank, einen wunderschönen guten Abend. Ja, das sind doch recht viele geworden, die heute den Weg hierher gefunden haben. Ich möchte zuvor eine kleine Abfrage starten. Sie wissen ja, es geht oft um unter. Beziehungsweise einen Hinweis, wenn jemand nicht aufgenommen werden möchte, egal von wem, das bitte äußern. Denn es könnte durchaus sein, dass die Bilder dann auch veröffentlicht werden. Und wenn dies einer nicht möchte, dann muss er den Fotografen bitte und auch den Kameramann diesbezüglich darauf hinweisen. Ich habe die ruhmreiche Aufgabe, auf die sächsischen Zahlen einzugehen, und ich möchte Ihnen wirklich nur Zahlen präsentieren, das sind nicht viele, aber um einfach mal darzustellen, wie sich die Zuwanderung auf den Freistaat Sachsen respektive auf unser Sozialsystem auswirkt. Zuvor möchte ich nochmal auf ein kleines Interview eingehen, und zwar ein Interview, welches mit dem IFO-Chef, mit dem jetzigen IFO-Chef, Chef Clemens Füst geführt worden ist. Wie gesagt, der Hans-Werner Sinn war ja mal IFO-Chef und jetzt ist es, ich weiß nicht, wie man das dazwischen war. Jetzt ist es der Herr Füst, und ich möchte mal ganz kurz auf die wenigen Fragen eingehen, und diese Fragen machen eigentlich, und die Antworten machen eigentlich ganz klar deutlich, dass Migration und Sozialstaat oder ungeregelte Migration und Sozialstaat einfach nicht zusammenfassen. Passen. Und Sie könnten in der ersten Frage lesen, dass der Herr Clemens Füst gefragt wird, wie sich die Einwanderung auf die Sozialsysteme europäisch gesehen, aber auch explizit auf Deutschland und Österreich gesehen auswirken. Und ich gehe da mal auf die untere Antwort ein und lese einfach mal vor. Das ist vielleicht gut, wenn man hört und lesen kann. Für Deutschland und Österreich ist die Einwanderung in den Sozialstaat auf jeden Fall ein Problem. Wenn jeder frei wählen kann, wo er leben will, gehen eben jene, die nicht sonderlich produktiv sind, in Länder mit einem ausgebauten Sozialsystem, also Deutschland. Ne? Wenn man die Sozialstaaten in Europa bewahren will, ist das mit freier Migration auf Dauer nicht vereinbar, und ich denke, das sagt, in dem Fall ist es unvereinbar, das sagt alles über dieses Thema aus. Und daraufhin wird er gefragt, fordern Sie denn stärkere oder strengere Regeln? Und darauf antwortet er, aber man sollte die Niederlassungsfreiheit so gestalten, dass man nicht direkt in den Sozialstaat einwandern kann. Etwa, indem man erst nach 5 Jahren im Land Anspruch auf Leistungen hat. Und ich kann mich erinnern, die AfD hat damals auch Gleiches gefordert für Leute, die nach Deutschland oder den Weg in Richtung Deutschland gesucht haben und hier mehr oder weniger arbeiten wollten. Da hat man gesagt, okay, die ersten Jahre sollten sie von eigenen Ersparnissen leben können, von Gehalt leben können, bevor sie dann auch Anspruch auf Sozialleistungen haben. Das findet momentan nicht statt. Das Sozialsystem wird unseres Erachtens schon ausgenommen. Und weiter wird gesagt, es gibt Prognosen, wurde gefragt, es gibt Prognosen, nach denen nach 5 Jahren erst die Hälfte der Flüchtlinge einen Job haben wird, nach 10 Jahren 80%. Halten Sie das für realistisch? Und Sie wissen ja, dass Frau Nahles gesagt hat, ja, so 10% ungefähr werden jetzt auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar und die anderen 90% so zwischen 7 und 10 Jahren, vorausgesetzt. Man hat Interesse oder ein Interesse daran, sich zu integrieren. Also muss man die Spanne vielleicht auch bei vielen etwas weiter auslegen. Und da sagt er ganz klar, und völlig trocken, in Deutschland waren am Anfang viele zu optimistisch. Wirtschaftsflüchtlinge kommen schneller auf den Arbeitsmarkt oder als Menschen, die durch Krieg vertrieben wurden. Und wir fordern hier als AfD ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Also das heißt, Leute, die in unser Land einwandern wollen, die sollen nach unserem Erachten dann einwandern, wenn wir sie brauchen.
und wir geben ganz klar vor, wie viele kommen und wer kommt. Und diese Leute wären dann eher in der Lage, sich zu integrieren, weil auch der entsprechende Wille vorhanden ist. Er sagt weiter, es wird lang dauern, bis diese Menschen integriert sind. Wir reden eher von Jahrzehnten als von Jahren. Das ist zunächst eine Belastung und keine wirtschaftliche Entlastung, wie viele behauptet haben. Also hier nochmal ganz klar der Hinweis, dass das, was oft von Politikern, meist aus dem linken Lager und mittlerweile auch schon aus dem ehemals konservativen Lager geäußert wird, ist falsch. So einfach ist das, und wenn das ein Wirtschaftsprofessor sagt, und ich meine, er sagt auch andere, dann sollten wir dem auch Glauben schenken. Und zu beobachten ist, dass immer mehr in die Sozialsysteme einwandern und die, die das Geld erwirtschaften, was verteilt werden kann, die Leistungsträger sukzessive in der Anzahl abnehmen. Und deshalb wird dieses System, wenn es denn so, wenn dann die Einwanderung, die so weiter betrieben wird, irgendwann auch kollabieren. Ja, und dann geht es weiter. Was bedeutet das für die Sozialsysteme? Ist schon passiert und wir, ja, und wird noch irgendwann mal, ja, es kann dann durchaus so weit kommen, wenn man das fortsetzt, dass der Staat dann bloß noch Aufgaben übernimmt, die, der Daseinsvorsorge dienen, Sicherheit, Infrastruktur, Bildung, und der Rest wird dann eventuell dann etwas abschmelzen bzw. ganz wegfallen. Ja, was bedeutet das für die Sozialsysteme? Viele der Zuwanderer werden zunächst in die Grundsicherung fallen, um niedrig qualifizierte Arbeit wird es Konkurrenz geben. Also sprich, natürlich haben schlecht ausgebildete Zuwanderer nicht die Möglichkeit, in gut bezahlte Jobs zu kommen, Sie werden eher den Markt nutzen, der ihnen geboten wird auf dem Niedriglohnsektor. Hierbei sei aber zu beachten, dass wir uns in Richtung Digitalisierung aufmachen, und Sie kennen ja mit Sicherheit auch den Kampfbegriff Arbeitswelt 4.0. Und da ist es ganz klar so, dass vieles digitalisiert wird und auch sehr viele Arbeitsplätze wegfallen. Dann ist natürlich die Frage, man sagt, ja, die könnten ja auch dann Facharbeitertätigkeiten übernehmen. Ja, wenn denn alles digitalisiert wird, gibt es auch keine Arbeit mehr, die eventuell von diesen Kräften ausgeführt werden könnte. Ja, und dann geht es weiter. Sieht das Bild nicht anders aus, wenn man die folgenden Generationen einbezieht? Hier möchte ich ganz kurz sagen, ja, es wird gesagt, okay, das sind jetzt vielleicht die Generation, die jetzt kommt, die ist unter Umständen nicht so gut ausgebildet, aber die zweite und dritte Generation könnte dann eventuell wieder, ich sage mal, den Fisch vom Haken holen, aber dem ist nicht so, man sieht es auch in der heutigen Zeit, aber hier geht auch nochmal der Herr Fürst nochmal drauf ein und sagt, in Deutschland sind die in der Vergangenheit Zugewanderten, wenn man alle Staatsleistungen einbezieht, immer noch Nettoempfänger. Das dürfte Ihnen auch bekannt sein. Das ist eine Belastung für den Sozialstaat. In Deutschland war die Integration also nicht erfolgreich. Das demografische Problem lässt sich durch diese Art der Zuwanderung nicht lösen, wie zunächst viele gesagt haben. Natürlich, die Frage, woher wir junge Leute bekommen, stellt sich. Aber die Antwort ist gewiss nicht, einfach jeden hereinzulassen. Das ganz kurz zum Interview. Herr Füß ist noch kein AfD-Mitglied, aber vielleicht wird es ja irgendwann mal. Wäre schön. Ja, ich möchte jetzt noch ganz kurz auf die Zahlen eingehen. Das war es dann auch schon. Wir brauchen eigentlich den Beamer nicht mehr und den Laptop auch nicht mehr. Ich möchte ganz kurz auf die sächsischen Zahlen eingehen. Zuvor möchte ich mal ein bisschen was um die Runde gehen. Und zwar habe ich mal vier kleine Anfragen mitgebracht. Kleine Anfragen können Abgeordnete im Sächsischen Landtag stellen. Die müssen dann von der Staatsregierung nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet werden. Und ich gebe mal ein paar rum. Können Sie sich mal angucken, mal da eine. Da geht es unter anderem auch um das Thema Zuwanderung, Beförderungskosten für Asylbewerber, Kosten im Allgemeinen. Einfach mal rumgehen, lesen Sie mal durch. Ganz interessant, was da so von der Staatsregierung geäußert wird. Naja, hier haben wir die Beförderungskosten der Asylbewerber. So. Können Sie mal durchlesen und dann auch besser umgehen. Ja, ganz kurz zu den Kosten, die den Freistaat Sachsen
Sachsen betreffen. Wir haben hier unter anderem eine Anfrage gestellt, wie viele derer, die zu uns gekommen sind, falsche Herkunftsangaben gemacht haben. Antwort der Staatsregierung, darüber wird keine Statistik geführt. Ja, schlimm genug, wenn es so ist. Dann haben wir weitergefragt, wir haben gefragt, wie hoch waren denn die Asylkosten für den Freistaat Sachsen im Jahre 2016? Und hier haben wir festgestellt, dass der Freistaat Sachsen im Jahre 2016 850 Millionen Euro ausgegeben hat. Und hier nur für die Betreuung, Unterbringung und die Versorgung. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Sobald Asylbewerber anerkannt sind oder mindestens 15 Monate im Freistaat Sachsen, respektive in Deutschland sind, haben Asylbewerber Anspruch auf Leistungen nach Hartz IV. Und das schließt auch natürlich auch eine umfängliche Gesundheitsversorgung mit ein. Also können Sie hier nochmal, die sind ja jetzt nicht immer die Leistungen, nochmal ein paar hundert Millionen Strom draufschlagen. Also liegen wir real, und ist ja egal, ob der Bund diese Kosten zahlt, also die Hälfte dieser Kosten hat der Bund erstattet, ist ja egal, wer diese Kosten erstattet, es sind Steuergelder, die an anderer Stelle fehlen. Und wenn man mal diese eine Milliarde auf den Gesamthaushalt Sachsens überträgt, so ist festzustellen, dass das, ja, also wir haben so 18 Milliarden Gesamthaushalt pro Jahr, jetzt für die Jahre 17 und 18, und bei einer Milliarde liegen wir so bei 6-7% aller Ausgaben für ungefähr, entschuldigen Sie bitte, 40.000 Personen. Und das sollte uns schon zu denken geben. Aber machen wir weiter. Familiennachzug. Wir haben gefragt, wie viele Familien nachgezogen sind nach Sachsen. Und da bezogen sich die Zahlen auf das Jahr 2050 und das erste Halbjahr 2016. Da waren es insgesamt 1.102 Personen, darunter 220 Ehefrauen, 19 Ehemänner, 450 Kinder, 19 Eltern, 13 Geschwister und 381, die nicht unterteilt sind. Jetzt haben wir mich nachgefragt, was bedeutet denn nicht unterteilt? Konnte man uns nicht antworten. Das nur zur Information. Also der Familiennachzug ist im vollen Gange. Er sollte ja jetzt für 2 Jahre ausgesetzt werden, aber das sind die Nachwehen, bevor es diesen Beschluss gab. Und sollten die 2 Jahre verstreichen und das Ganze wirklich verlängert, dann können Sie sich selbst ausmalen, dass natürlich noch mehr nachziehen und unsere Sozialsysteme noch weiter belastet werden. Ja, Asylanträge 2016 waren es 23.643 und in 2015 waren es 27.180 und momentan liegen wir bei etwa, ja, ich sage mal 1.500 jetzt für die ersten zwei Monate. Und jetzt mal ganz interessant, wie viele Asylbewerber wurden abgeschoben? 2014 1.037, 2015 1.725, 2016 2.245. Ja, genau. Das heißt, wenn man mal das auf die Zahlen, wenn man das mal auf die Zahlen drauflegt, sind das grob 10%, die abgeschoben worden sind, der Rest ist in Sachsen verblieben oder noch in Sachsen ansässig. Dann das Thema UMAs, also unbekleidete minderjährige Ausländer. Sie wissen ja, dass wir in Sachsen 2000, oder wissen Sie auch nicht, ca. 2500 UMAs haben. Wir müssen eigentlich nach Königsberger Schlüssel müssen wir eigentlich 700 UMAs mehr haben. Wir haben hier jetzt eine Unterdeckung, aber selbst diese UMAs kosten uns sehr, sehr viel Geld. Und es gibt statistische Berechnungen. Ich weiß noch, ich habe mal an einer Sitzung des Landeshilfeausschusses teilgenommen, und da hat die Staatsregierung mit Kosten von ca. 22.500 Euro für einen UMA pro Jahr gerechnet. Ich kann Ihnen sagen, mittlerweile sind wir ca. 55.000 bis 60.000 pro UMA pro Jahr, weil dieser UMA in die Jugendhilfe fällt und damit natürlich mehr Leistungen angeboten werden. Und natürlich ist das Ansinnen derer, die hier kommen, erstmal in diese ebenfalls diese Jugendhilfe zu fallen, weil das Leistungsangebot größer ist. Und ich kann Ihnen auch ganz klar sagen, dass die Kosten
immens sind. Ich möchte Ihnen ganz kurz mal darlegen, wie viel Geld man ausgeben möchte für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer im Jahre 2017 und im Jahre 2018. Im Jahre 2017 sind für 2500 Personen, das heißt nicht fest, 159 Millionen vorgesehen. Und im Jahre 2018 für 2500 Personen, weil ja dann auch ein paar etwas älter werden, 108 Millionen. Fallkostenpauschalen, wie gesagt, so 35.000 bis 60.000 Euro pro Jahr pro UMA. Mehr als ein Facharbeiter im Jahr verdient. Das wollte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ganz schnell zur Kostenvorstellung. Die Tilgung des Freistaates Sachsen seiner alten Schulden ist pro Jahr nur 70 Millionen. Genau, der Freistaat. Das ist mal eine eigene Zukunft und weniger gedacht. Richtig, richtig. Vielen Dank für den Hinweis. Genau, der Freistaat Sachsen tilgt pro Jahr gerade mal 70 Millionen Euro. Also nicht wirklich viel. Ja, wie schaut es denn auf den. Und übrigens noch ganz kurz was zu den UMAs. Die AfD-Fraktion hat ja im Sächsischen Landtag gefordert, dass man eine medizinische Altersuntersuchung bei jedem UMA durchführt. Das wurde abgelehnt. Und wir haben das gefordert, weil es Studien gab aus Prämien, die nachgewiesen haben, dass bei 50% aller UMAs das Alter nicht zwischen 16 und 18 liegt oder jünger, sondern weit darüber. Das heißt, man könnte sich ja Menschenkosten sparen, hat aber kein Interesse daran. Und deshalb hat man unseren Antrag abgelehnt. Das nur mal ganz kurz zur Information. Arbeitsmarkt. Bevor ich auf den sächsischen Arbeitsmarkt eingehe, ich habe hier ganz aktuelle Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit, möchte ich Ihnen ganz kurz sagen, dass es ja große Konzerne gibt, Wirtschaftslenker, die immer fordern, ja, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Asylbewerber und das ist toll, was die Frau Merkel macht und wir brauchen ja neue Arbeitskräfte für unsere großen Konzerne. Wissen Sie, wie viele Arbeitskräfte, die 30 großen DAX-Konzerne und Asylbewerber, die 30 großen DAX-Konzerne im letzten Jahr oder bis dato eingestellt hat? Also ich habe die Zahl vom letzten Oktober, also Oktober letzten Jahres, 54. Also einfach nur lächerlich. Ja, wir haben gefragt, genau, Arbeitsmarkt. Momentan ist es so, also wir haben momentan, sind ja auch viele abgewandert, so um die 35.000 Asylbewerber, die im Freistaat Sachsen, davon konnten momentan 1.250 Flüchtlinge in Arbeit vermittelt werden. Und natürlich ist das eine Arbeit, die auf geringfügiger Bezahlung stattfindet, also die nicht arbeiten, die dann auch größtenteils die dann auch sozialversicherungspflichtige Beiträge. Ich sage mal, erwirtschaften. Wie ist die Altersstruktur bei den Arbeitslosen und Flüchtlingen? 24% 15 bis 25 Jahre, 39% 25 bis 30 Jahre und 33% der 55 bis 55. Wie schaut es mit der beruflichen Bildung aus? Das sind so Selbstangaben, aber auch so grob eingeschätzt von der Bundesagentur, wobei ich hier gehe aber meist auch Aussagen der Flüchtlinge selber und der Bewerber selber. 18% sind Fachkräfte, 5% sind Experten, 64% sind Helfer, aber den Rest gab es keine Angabe. Also hier wird ganz klar zu sehen, dass auch diese Menschen sehr, sehr schlecht in den Arbeitsmarkt kommen und damit auch unsere Sozialsysteme weiter belasten. Qualifikation von Flüchtlingen, und das sind jetzt eigene Angaben, weil man scheinbar Zeugnisse dabei hat, aber einfach viel zu so vorgesetzt hat. 24% haben nach deren Aussage Abitur, 3% die Fachhochschulreife, 8% die Mittlerreife, 10% Hauptschule und 35% ohne Abschluss. Das macht summa summarum, jetzt muss ich ganz kurz zusammenrechnen, 40, 45, 53, 56, ja. Knapp 70% über 30% gab es keine Angaben. Sie sehen, dass ein großes Problem ist, wenn man. Es ein großes Problem ist, wenn man Zuwanderung ungeregelt zulässt. Also wenn man kein Einwanderungsgesetz hat und auch gängige Rechtslage, was die Thematik Asylbewerber angeht, so anwendet. Das kann dazu führen, dass der Sozialstaat natürlich kollabiert, weil Kosten nicht auf Dauer in dieser Höhe zu tragen sind. Und wenn sie getragen werden sollen, dann ist es so, dass dann andere Bereiche darunter leiden werden. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, diese Kosten auch ständig aufzudecken, diese Kosten auch
dem Bürger zugänglich zu machen, das ist ganz, ganz wichtig, damit er sich ein eigenes Bild nicht verschaffen kann und nicht unbedingt immer auf die Aussagen der Medien oder der Politik vertraut. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb sind wir ja auch im Sächsischen Landtag, damit wir das auch tagtäglich in der Öffentlichkeit kommunizieren. Und ich kann noch eins sagen, Sozialstaat und ungeregelte Migration passen definitiv nicht zusammen und es sollte unsere Aufgabe sein, die Menschen zu befragen. Zahlen direkt aus deinem Fachgebiet, fasst dich am Landtag auch mit euch lachen und konntest da hier aktuelle Zahlen liefern.